Die größte Veränderung in unserem Arbeitsleben ist KI, mit der wir die Arbeit leichter machen können. Und wenn ihr Google benutzt, dann ist eine der großen Lebensfragen, vor denen ihr gerade steht: Sollen wir Google Gemini bei uns im Unternehmen einführen, ja oder nein? Darum soll es heute gehen. Vielleicht ganz kurz vorab, was wichtig zu wissen ist: Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Google, denn wir führen schon seit Anfangstagen Google Workspace in Unternehmen ein, haben das auch selber, benutzen das jeden Tag. Ich finde die Toolsuite großartig. This being said, wichtig vielleicht zu wissen ist, dass was Gemini im Hintergrund macht, ist, das ist nicht nur das, was ihr als Tool seht, sondern Gemini an sich ist auch ein Foundation Model, das heißt ein verdammt mächtiges, multimodales Modell, was sehr viel mehr kann als das, was ihr in der Oberfläche vom Google Workspace bisher seht. Warum sage ich das? Ich würde zwischen diesen beiden Sachen trennen. Wir gucken jetzt mal nur auf die Features, was gerade geht. Behaltet aber im Hinterkopf, Google ist eine der Firmen, die wirklich das Thema generative KI vorantreiben und der wichtigste Player, und das sollte man nie vergessen, die meisten Daten, sehr viele Ressourcen, da wird noch einiges kommen. Ist aber was für ein anderes Video. Jetzt also Workspace und Gemini. Also ein schönes Beispiel, was schon sehr gut funktioniert und an dem ihr euch gut vorstellen könnt, was die Möglichkeiten sind, ist: Angenommen, ihr habt einen Workshop gehalten bei einem Kunden und ihr wollt eigentlich einen Kollegen oder eine Kollegin fragen und sagen: Ich rufe die mal an, weil ich finde gerade keine Infos dazu. Was war der Preis, den wir da aufgerufen haben? Weil ich weiß, das war nicht unser Standardpreis. Das wäre so ein typischer Anruf oder eine typische E-Mail an jemand anderes und sagt: Was war das eigentlich noch? Und dann muss jemand anderes hingehen und dahergehen und suchen in den ganzen Mails. Und als wir vor, weiß ich nicht, über 13 Jahren, nee, länger schon, Google eingeführt haben für uns selber. Who's using this search in the email? War die Suche einer der Gründe, dass wir gesagt haben, es ist so viel schneller, in Google was zu finden, in Gmail, als in irgendeinem anderen E-Mail-Tool, dass wir gesagt haben, das machen wir. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Ihr könnt also bei so komplexen Themen sagen: Hey, ich weiß, wir haben mal für den und den Kunden einen Workshop gehalten. Was war noch der Preis, den wir aufgerufen hatten? Und Gemini sucht dann halt durch die passenden E-Mails und die Dokumente, die vielleicht dranhängen und so weiter, und gibt euch diese eine Antwort. Und das ist schon sehr, sehr mächtig gepaart mit, natürlich fassen wir mal die Mails zusammen, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, oder ähnlichen Sachen, wo man sehr schnell ein Catch-up machen kann und weiß, was sind die notwendigen Sachen. Das geht in Gmail selber nur auf Englisch im Browser bisher, oder ihr geht auf gemini.google.com, da geht es auch auf Deutsch. Mir ist ehrlich sehr wurscht, ob auf Englisch oder Deutsch, aber das ist Geschmackssache. Das wird kommen, das dauert jetzt nicht mehr lang. So, wenn man sowas einmal erlebt hat, dann denkt man: Boah, geil, jetzt gehe ich einfach in Drive rüber und jetzt will ich doch, weil ich 3 Wochen im Urlaub war, oh, 3 Wochen Urlaub, das ist ein Traum, weil ich 3 Wochen im Urlaub war, ein Catch-up zu dem Kunden, gehe auf den Ordner und sage: Hier ist der Ordner, das ist der Kunde, gib mir doch mal eine Zusammenfassung, damit ich weiß, was geht dort. Und dann muss man halt wirklich in Gemini sagen, dieses Dokument, markiere es mit Add, einzeln auswählen, die Suche ist dann irgendwie noch nicht so richtig geil, wenn man mit Add markiert. Genauso mit dem Kalender, da gibt es noch keine Integration. Eine weitere Sache, die noch nicht so geil ist: Mein Hauptarbeitstool ist das Ding hier. Und tatsächlich die Integration auf die Apps ist einfach schlichtweg noch nicht so da, wie ich es gewohnt bin von anderen Anwendungen. Also ich arbeite jeden Tag mit ChatGPT in der App und brauche es auch jeden Tag mittlerweile. Ja, ich bin wirklich abhängig von KI. Das ist etwas, wo wir bei Gemini noch drauf warten. Das hat, wie gesagt, auch Gründe im Businessbereich, aber da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir viel zügiger hinterherkommen, denn Mobile ist einfach mittlerweile ein sehr gängiger Weg, wenn wir über neues Arbeiten reden. Und auch Meeting-Zusammenfassungen, die gehen tatsächlich bei Gemini, also Transkripte und daher die Zusammenfassung, allerdings nur auf Englisch. Ihr habt es schon gehört. Also es fühlt sich alles noch so ein bisschen nach Beta an, wo man sagen kann, so, boah, Google, da haben wir mehr erwartet. Aber jetzt ist die Frage: Was kostet der Spaß, woran liegt das und was kommt da noch? Einmal, um das einzuordnen: Ihr zahlt für ein Gemini Professional, also Business Account, also Gemini Business, 24 US-Dollar pro Monat und Nutzerin, bei einem Enterprise Account 36 Dollar pro Monat und Nutzerin. Bei dem Business Account habt ihr 1000 KI-Anfragen pro Kopf und Monat, beim Enterprise ist das unlimitiert. Ich würde mal sagen, in den meisten Fällen, bei den meisten Kunden reicht gerade das mit Business. Woran liegt das, dass die noch nicht so weit sind? Und warum ist es vielleicht trotzdem wichtig, jetzt schon auf Gemini zu setzen? Auf die 2 Punkte möchte ich noch eingehen, weil das sollte in eure Entscheidung einfließen. Also, Gemini ist ja eben nicht nur
die Anwendung in den Apps oder dem Workspace, sondern auch das Modell dahinter. Und das Modell von Google ist eines der großen Large Language Models, wurde auch von DeepMind mitentwickelt, also wirklich mächtig, kann unfassbar viel Kontext in den Tokens erfassen und man nennt das multimodal. Das heißt, das Modell an sich kann Bilder verarbeiten, Videos verarbeiten, Ton verarbeiten, Text verarbeiten und so weiter. Die Gefahr, ein solches Modell einfach so über eine Business-Anwendung drüber zu stülpen, ist vielfältig. Rechtliche Konsequenzen, Datenschutz, Komplexität der Anwendung und. Das bedeutet, da ist Google natürlich logischerweise bei den Businesskunden vorsichtig. Warum kann es jetzt trotzdem interessant sein? Erstens, ihr bringt euren Leuten bei, wie generative KI zu benutzen ist. Das heißt, diese Art und Weise, damit zu arbeiten, ist so anders, als man es vorher gelernt hat, weil wir alle gelernt haben zu googeln. Und das nach und nach zu lernen, ist verdammt wichtig. Das dauert. Das dauert länger, als man denkt. Es ist zwar für jeden von uns individuell total eingängig, das zu tun. Die meisten von uns können das auch. Aber wenn ich das auf ein Gesamtunternehmen ausbreiten will, das ist schwierig. Das ist eine Verhaltensänderung. Und die ist tatsächlich viel wert, wenn alle Leute so ticken und arbeiten. Und nachher kommt die große KI-Rollout-Welle und die wird kommen. Und dann können eure Leute das. Das ist der Schritt, den ihr den anderen voraus sein wollt. Das ist das eine Spannende. Und das Zweite, wenn ihr eben tatsächlich überhaupt mal alle dahin habt, dass sie KI benutzen, dann ist es wichtig zu verstehen, wie sich die Tools im Detail unterscheiden. Also, ihr werdet merken, dass Leute von vielleicht Gemini enttäuscht sind an einer anderen Stelle. Dadurch wissen sie Features zu schätzen, die es bei ChatGPT gibt oder auch in anderen Anwendungen. Und das befruchtet sich tatsächlich gegenseitig. Das ist die Anfangszeit von generativer KI. Das ist wirklich der wilde Westen. Und ihr habt mit einem Businesspartner wie Google oder Microsoft oder auch in den Business Accounts von OpenAI immer die Möglichkeit, mit euren Daten auch zu arbeiten. Und nur dann werdet ihr nach und nach feststellen, was funktioniert und was nicht. Ihr könnt nicht irgendwann einfach auf den Knopf drücken und sagen, zack, los geht's, jetzt müssen das alle können. Und falls ihr doch auf Knopfdruck das Ganze haben wollt und das alles etwas schneller ausrollen möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei meinem Team von Blackboard melden, die machen das schon verdammt lange, jeden Tag und auch KI nicht erst seit gestern. Wir sind seit über 7 Jahren in dem Feld unterwegs. Und vor allem kombinieren wir auch unser Wissen aus dem Bereich Google Workspace und auch natürlich Microsoft und Co. mit den KI-Themen. Und die helfen dabei, euren Leuten das Thema schneller beizubringen und zu beurteilen, was könnte die richtige Lösung sein. Denn die Herausforderung liegt darin, KI für uns individuell anzuwenden, ist verdammt einfach. Das aber ins Unternehmen so auszurollen, dass ihr eine messbare Performance-Steigerung oder auch etwas im Ergebnis am Ende des Jahres seht, das ist schwierig und das lösen wir gern für euch. Was wir nicht vergessen sollten, das habe ich eingangs gesagt, ist, Google ist eines der mächtigsten Unternehmen, wenn es um das Thema Daten und Auswertung von Daten und so weiter geht. Und allein durch das Geschäftsmodell von YouTube und ein paar anderen Themen ist Google safe auf sehr lange Zeit. Was man wissen sollte, wenn man auch mit Google arbeitet, ist, und mit KI, man braucht halt verdammt viele Daten. Und Google hat das. Das heißt, mein Take ist, ich halte es für eine gute Entscheidung, mit Google im Businessbereich zu arbeiten, weil man langfristig auch weiß, die arbeiten an der Quelle, die haben ein eigenes Modell, die müssen es nicht einkaufen wie Microsoft oder Apple, sondern die haben ein wirklich eigenes Modell an der Quelle. Und es wird nach und nach besser. Dass die Integration schwierig ist, das ist außer Frage. Dass es noch lange braucht, ist außer Frage. Aber das würde ich im Hinterkopf behalten, denn wenn dieses Zeitalter der AI-Agents kommt, von denen alle sprechen, ich auch, viele andere auch, und wissen, da kommt die Automatisierung, dann sind wir vorbereitet und sind mit dabei. Und darum soll es gehen. Ein Schritt weiter voraus. Ich habe zwei Fragen an euch. Erstens, benutzt ihr Gemini? Und zweitens, was sind eure besten Use Cases, die ihr dort im Einsatz habt? Das möchte ich von euch wissen. Also schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und subscribt da und teilt das Video. Bis nächste Woche.